Hallo und herzlich willkommen, liebe Geschichtsinteressierte und auch Salvete Spectatores. Bitte erschreckt jetzt nicht, falls ihr diesen Kanal noch nicht kennt und heute zum ersten Mal darauf stoßt. Und seid auch bitte nicht verwundert, dass ihr jetzt hier die Oberfläche eines Computerspiels seht. Empire Total War heißt dieses Spiel und wir starten im Jahre 1700. Ich habe mich in einem Livestream dazu entschieden, mit Russland zu spielen und konnte im Livestream spontan gar nicht so viel zur Geschichte Russlands sagen oder zur Geschichte des Nordischen Krieges. Und das möchte ich heute nachreichen. Das heißt also, bevor es den ersten Part des Let's Plays gibt, wo wir auch Kampfhandlungen sehen werden und ähnliches, gibt es heute erstmal so einen kleinen Disclaimer, was wir über die Geschichte des Nordischen Krieges oder des Großen Nordischen Krieges wissen sollten. Wir gehen ein bisschen auf die Ursachen ein. Ich werde das auch später noch in den Videos tun, aber hin und wieder auch mal so ein Video wie heute einstreuen, wo ich dann einfach über Ereignisse spreche, vielleicht auch mal den einen oder anderen Begriff einfach nur erörtere und euch versuche ein bisschen näher zu bringen, was es mit dieser bewegten Geschichte hier im Ostseeraum auf sich hat, wie es dazu kam und was die Folgen gewesen sind. Ich bitte dabei ganz dringend um zwei Dinge, die ihr beachten solltet. Das erste ist, ich bin zwar Historiker von Hause aus, ich bin jetzt aber kein ausgewiesener Experte für nordeuropäische Geschichte im 18. Jahrhundert. Das heißt also, ich möchte hier auf gar keinen Fall einen Expertenstatus für mich reklamieren, ganz im Gegenteil. Ich möchte euch dazu einladen, mit mir über die Geschichte ins Gespräch zu kommen und diejenigen, die sich gut damit auskennen, auch Kommentare zu hinterlassen, Anregungen reinzuschreiben. Wenn ihr Fragen habt zu der Geschichte, dann stellt sie bitte, denn nur so kann ich mich auch dann mit diesen Fragen auseinandersetzen und auf eure Vorstellungen eingehen oder euch zusätzliche Informationen nachreichen. Und ich habe die Erfahrung gemacht in meinen Livestreams, dass das immer recht spannend ist, wenn auch mal Fragen kommen, die vielleicht jetzt gar nicht so spezifisch zu einem Land gestellt werden, sondern einfach nur zu der Zeit, um die es jetzt gerade geht. Das andere ist, die Geschichte dieses geografischen Raumes ist geprägt durch vielfältige nationale Geschichtsschreibungen und jede Nation hat in diesem Kontext eine eigene Deutung der historischen Ereignisse. Das hat natürlich eine gewisse schwerpunktmäßige Betrachtung damit zu tun. Es gibt aber noch einen ganz anderen wesentlichen Punkt und zwar, wir betrachten die Geschichte aus einer sehr großen Distanz jetzt. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ich werde aber gerade versuchen, in meinen historischen Ausführungen in diesem Zusammenhang immer wieder deutlich zu machen, dass die Personen, um die es hier ja geht, nehmen wir Karl XII. In Schweden oder Peter I. in Russland, dass die ja vor einer ganz intransparenten Entscheidungssituation standen und überhaupt nicht wissen konnten, wie es denn jetzt genau weitergeht. Das versuche ich hier auch ein bisschen abzubilden. Zumindest möchte ich die Geschichte dieses Nordischen Krieges hier so erzählen, dass wir dem Rechnung tragen. Denn hinterher ist man bekannterweise immer schlauer und man kann diverse Sachen einfacher erzählen und man kann den Eindruck gewinnen, dass der ein oder andere Zusammenhang vielleicht fälschlich dargestellt wird. Das hat aber häufig etwas damit zu tun, dass wir die Geschichte eben aus einer großen Distanz betrachten. So, und jetzt gehen wir medias in res. Wir schreiben den Sommer hier im Spiel des Jahres 1700. Das heißt, wir haben noch ein halbes Jahr Zeit ungefähr bis zur Schlacht bei Narva. Eine vernichtende Niederlage für die russische Armee, die infolge dieser Niederlage auf eine Mannstärke von ungefähr 30.000 Mann zurückschrumpfte. 5 Jahre später bereits konnte das russische Zarenreich, das sich damals meines Wissens nach noch nicht Imperium nannte, sondern das erst später tat, mit einer Armee von 200.000 Soldaten aufwarten. Eine ungeheure Steigerung der Truppen und es ist natürlich spannend, hier danach zu fragen, wie es dazu kommen konnte und welche genauen Reformschritte dafür möglich waren. Auf der anderen Seite stehen die Schweden als historische, in Anführungszeichen, möchte ich jetzt auch wirklich in Anführungszeichen setzen, Verlierer dieses Nordischen Krieges, denn sie verloren ihre Vormachtstellung im Ostseeraum und mussten sie abgeben an Russland.
Es wäre jetzt aber sicherlich auch zu einfach zu sagen, Russland sei der Gewinner dieses großen nordischen Krieges gewesen. Und ich glaube, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, wir betrachten die Geschichte eben aus der Distanz. Ich halte es für falsch zu sagen, Peter der Erste wollte schon immer die dominante Rolle hier im Ostseeraum spielen. Und er habe dazu, und das ist leider etwas, das habe ich in diversen Dokus auf YouTube, ich lese ja immer Bücher und recherchiere immer so ein bisschen, bevor ich so ein Let's Play mache. Ich habe mir das angeguckt. Ich bin doch mehr oder weniger verwundert, wie man sagen kann, Peter der Erste wollte immer diese Vormachtstellung im Ostseeraum anstreben. Natürlich, wer ist nicht gern der Hegemon? Das ist irgendwie klar. Aber er habe deswegen absichtsvoll einen Krieg gegen die Schweden vom Zaune gebrochen und habe im Hintergrund eine Allianz geschmiedet, um die schwedische Dominanz niederwerfen zu können. In meinen Augen vernachlässigt das doch die Tatsache, dass bei der Kriegserklärung Russlands an Schweden Peter vollkommen im Unklaren darüber war, dass Dänemark bereits aus dem Krieg ausgestiegen war. Und wir sind wieder bei diesen intransparenten Entscheidungssituationen. Ich will jetzt nicht kontrafaktisch argumentieren, aber ich möchte doch zumindest mal die Hypothese in den Raum stellen. Hätte Peter das gewusst, er hätte zumindest nochmal gründlich drüber nachgedacht, ob er das tut. Denn der russische Kriegseintritt endete für Peter erstmal in einem Desaster und es war überhaupt nicht abzusehen, dass er nachher als siegreicher Zar bzw. Kaiser, Imperator sozusagen, aus diesem Krieg hervorgehen würde. Zugleich hat dieses historische Großereignis die verschiedensten Vorstellungen von Geschichte in dieser Zeit und den folgenden Jahrhunderten darauf ganz nachhaltig geprägt. Das fängt natürlich wieder bei den Herrscherpersönlichkeiten an. Nehmen wir Karl den XII. Aus Schweden, der immer wieder mal als kriegstreibender Haudegen profiliert wird, der wieder besseren Wissens aus Trotz und Sturheit Waffenstillstände abgelehnt hätte und der vielleicht auch so der altbackene Typ gewesen sei, der sein Gegenüber in einem besonnenen, durchdachten Peter dem Ersten gefunden habe, der sich hier als zurückhaltender Stratege einfach als überlegenere Persönlichkeit auch eben erwiesen habe. Auch das vernachlässigt in meinen Augen die Sichtweise auf Schweden. Und zwar insofern, dass die schwedische Kriegstaktik ja gerade durch diese waghalsigen Manöver schnelle Schlachtentscheidungen herbeizuführen, dass die schwedische Kriegsführung dadurch durch diese Manöver ganz entscheidend geprägt war. Und andererseits auch wiederum, dass vielleicht auch tatsächlich sehr viel natürlich auf dem Spiel stand für einen schwedischen König in der damaligen Zeit, der vielleicht noch nicht so wie in der Zeit darauf, aber schon zu dieser Zeit auch den Widerstand der Stände fürchten musste und vielleicht auch deswegen hier versucht hat, mit einem großen militärischen Triumph vom Schlachtfeld zu ziehen, anstatt mit einer Kugel im Körper. Denn Karl der XII. Ist bei seinem Norwegen-Feldzug gestorben und hat dadurch gewissermaßen erst den Weg für die Friedensverhandlungen freigemacht. Zumindest wird es so dargestellt. Auch das möchte ich zu bedenken geben, dass wir also auch hier gewissermaßen Archetypen wiederfinden, die hier auch ganz klar als eine Art Meistererzählung die Vorstellung von der Geschichte der damaligen Zeit prägen und eben der damaligen Persönlichkeiten. Denn wie hat sich die Situation für Karl den XII. Seinerzeit dargestellt? Für ihn, das wird immer wieder geltend gemacht, habe die Kriegskunst den Inbegriff des Politischen verkörpert, nämlich mittels waghalsiger Manöver das politische Ziel zu erreichen. Und er stand ja so kurz davor, das zu tun. Sicherlich hätte er abwarten können, hätte er defensiver agieren können. Aber das war eine Welt, die Karl der XII. Vielleicht so auch gar nicht kannte. Wir schauen uns einfach nur die schwedischen
Besitzungen in der damaligen Zeit an. Ein solches Gebiet war kaum zu verteidigen, ungeachtet der Tatsache jetzt, dass bereits zur Zeit seines Vaters zahlreiche Festungsbauten begonnen hatten und zahlreiche Redouten, also Feldschanzen errichtet worden waren. 50 Festungen an der Küste, nochmal 40 Redouten ungefähr. Das Ganze sollte Schweden natürlich nicht so leicht angreifbar machen. Andererseits setzte man natürlich, also das gilt jetzt für die Verteidigung Schwedens, denn was sollen diese Festungen oder diese Befestigungsanlagen bewirken? Sie sollen bewirken, dass der Gegner sich nicht so schnell durch dieses Land bewegen kann. Denn geografisch gesehen gibt es hier, insbesondere in Polen, Litauen und im Baltikum, gibt es deutlich weniger Festungen als beispielsweise in Westeuropa. Aber hier im schwedischen Kernland, da soll sich der Gegner nicht schnell bewegen können. Denn solange die schwedische Flotte die Seehoheit hat, können immer wieder Truppen nachgeschickt werden und eine gegnerische Invasion abwehren. Und das ist den Schweden auch mehrfach gelungen. Und sie konnten es auch mehrfach zu Offensivzwecken einsetzen. Das änderte sich erst, als die Russen mit einem gigantischen Flottenbaumprogramm versucht haben, die schwedische Marine zu brechen bzw. die Dominanz der schwedischen Marine aufzulösen. Auch das sicherlich nur ein Baustein in einem ganz komplexen Gefüge aus Ereignissen in der damaligen Zeit, und auch das werden wir hier versuchen, so ein bisschen in dem Spiel darzustellen, beziehungsweise ich werde immer wieder mal drauf eingehen. Eine Sache, die ihr auch später im Spielverlauf sehen werdet. Das Projekt ist ja bereits beendet. Ihr seht jetzt also die Aufnahme auf YouTube, die eigentlich ursprünglich auf meinem Twitch-Kanal gelaufen ist. Den Link dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut doch ruhig mal vorbei. Ich bin immer dienstags, freitags und sonntags um 21 Uhr live. Und da findet ihr mich und könnt auch gerne mit mir über Geschichte ins Gespräch kommen. Auch gerne Fragen stellen zu anderen Epochen und so weiter. Ihr werdet hier später im Spielverlauf auch ein Manöver sehen, was tatsächlich von der russischen Armee auch immer wieder gegen die Schweden eingesetzt wurde, nämlich mit dem aufgepflanzten Bajonett als Schocktaktik gegen die Schweden zu kämpfen. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass das die einzige Taktik gewesen sei. Es gab natürlich mehrere Vorgehensweisen. Bevor ich jetzt hier vom Hölzchen aufs Stöckchen komme, ich möchte jetzt hier an der Stelle euch auch nur so ein bisschen anteasern, euch auch vielleicht mal ein bisschen Lust auf dieses Spiel machen. Es ist ein altes Spiel, aber es hat einen ganz besonderen Charme. Wir wissen natürlich, wir müssen mit Übergriffen der Schweden hier in diesem Spiel rechnen. Darauf werden wir uns später auch versuchen einzustellen. Wir müssen damit rechnen, dass die Osmanen, mit denen wir ja im Krieg sind, auch weiterhin angreifen werden, denn im Gegensatz zu Peter dem Ersten wird es uns wahrscheinlich hier in diesem Spiel nicht so gut gelingen, auf sehr hoher Schwierigkeit die osmanischen Truppen einfach so wieder zum Rückzug zu bewegen, indem wir denen einfach nur ein paar kleine Gebiete abtreten. Also das wird uns leider wahrscheinlich nicht gelingen. Was uns aber hingegen wohl gelingen sollte, wäre hin und wieder ein Friedensschluss mit Schweden und vielleicht sogar ein Bündnis mit Polen-Litauen, das sich ja hier in Personalunion mit August dem Starken eigentlich unter der Regie des Sachsens befindet. Auch das sicherlich noch ein wichtiger Spieler in der Allianz gegen die Schweden, den wir hoffentlich zu unseren Gunsten hier auch nutzen können. Und auch wenn das Spiel hier vorschlägt, zuerst eine Invasion oder einen Überfall auf Polen-Litauen zu planen, das ist sicherlich nicht das, was wir versuchen werden, denn das ist ein riskantes Manöver. Und falls ihr auch mal Lust habt, mit Russland zu spielen in dieser Zeit, mag ich euch auch nur den Hinweis geben, also wenn ihr auf sehr schwer spielt, so wie wir das hier tun in dieser Kampagne, dann versucht doch zuerst möglichst schnell einen Frieden mit den Osmanen und den Schweden zu bekommen. Eine von den beiden Parteien solltet ihr rausnehmen, das ist sicherlich besser, damit ihr keinen mehr Frontenkrieg führt, und spielt im Zweifelsfall lieber etwas defensiver und zurückhaltender und versucht also auch hier die kaukasischen Staaten zu euren, entweder zu euren Untertanen zu machen oder versucht euch mit denen gut zu stellen. Bei mir war es so, mir haben sie den Krieg erklärt und zwar ziemlich schnell, und das hat mich vor eine relativ große Herausforderung gestellt, insbesondere weil man am Anfang nicht so eine gut gefüllte Staatskasse hat, und dieser große nordische Krieg, der hat vor allen Dingen die Kassen der Länder, also insbesondere Russlands, eben ganz stark belastet. Ich glaube, mehr als 60% der russischen oder der Abgaben der russischen Bevölkerung flossen in den Krieg. Ich glaube, stellenweise bis zu 80%.
so ein großes Heer will ja natürlich auch irgendwie, wie auch irgendwie unterhalten werden. Und die Anstrengungen Russlands hier, um einen Krieg erfolgreich gegen die sich immer wieder aufbäumenden Schweden zu Ende zu bringen, die Anstrengungen waren einfach gigantisch. Eine Randnotiz haben wir noch gestattet an der Stelle. Der Kampagnentutor empfiehlt uns, wir sollen die Gesellschaft reformieren durch gesellschaftliche Reformverträge. Das ist jetzt etwas, was ich hier ein bisschen vernachlässigt habe, denn mein Anspruch hier bei diesem Spiel war es, möglichst hohe öffentliche Ordnung zu haben, also möglichst zufriedene Klassen bzw. Schichten in meinem russischen Zarenreich oder russischen Imperium eben haben zu können. Und die Erforschung von Gesellschaftsverträgen und so weiter, die führen dazu, dass die öffentliche Ordnung doch mal sehr stark schwankt. Und das war ein Risiko, dem ich mich hier so früh auf jeden Fall nicht aussetzen wollte. Was ich demgegenüber schon wichtiger fand, war die Militärtechnologie. Und auch da hat Russland in dieser Zeit ganz enorme Reformanstrengungen versucht ins Werk zu setzen. Die Kampfweise der Armeen, die hier beteiligt waren, war sich in der Tat sehr ähnlich. Und die Vorgehensweise ebenso. Dieser Krieg wurde mit unter, ja, ich würde mal sagen, doch etwas neuen, nicht gänzlich neuen, aber doch zum Teil neuen Prämissen geführt. Die Artillerie spielte eine zunehmend größere Rolle. Die Linieninfanterie spielte eine entscheidende Rolle. Und vor allen Dingen auch die Steinschloss-Muskete war sehr wichtig zur Bewaffnung der Infanterie geworden. Die Armeen waren deutlich mobiler als früher. Und die russische Armee hatte tatsächlich auch zu Beginn des Großen Nordischen Krieges noch einen deutlichen Überhang an Pikenieren in der Armee. Also die waren zahlreicher als die Linie und stellten also da noch einen überwiegenden Teil der Gesamttruppen. Insofern ist einer unserer Ansprüche vor allen Dingen die Reformierung der russischen Armee. Und an der Stelle sage ich jetzt erstmal, macht's gut, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Let's Play. Ich werde immer wieder in den kommenden Parts Einstreuungen vornehmen und euch ein bisschen was über Geschichte erzählen. Wir haben ja noch gar nicht über die Pentarchie gesprochen, über den spanischen Erbfolgekrieg oder über Ivan Mazepa oder Mazepa. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Name betont wird, aber auch das sicherlich eine ganz interessante Person in diesem Zusammenhang. Und über die Schlacht bei Poltawa haben wir auch noch nicht gesprochen. 1709. Werden wir aber noch tun. Ich sage an der Stelle vielen Dank erstmal fürs Zugucken. Und bleibt dran, heute gibt es auch, vielleicht schon heute, ja, heute gibt es auch den ersten Teil des Let's Plays. Bis dahin alles Gute, bis zum kommenden Part. Und ich freue mich, wenn wir uns mal im Livestream sehen. Heute Abend ist, glaube ich, einer. Heute ist ein Sonntag. 21 Uhr. Schaut mal rein. twitch.tv/GünterShadow. Ich freue mich. Bis dahin, das ist Vidania und Pax Vobiscum, Valete.